In der ZDF-Serie Notruf Hafenkante steht Anfang 2024 ein dramatischer Wechsel im Team bevor. Polizistin Daisy Petersen, gespielt von Aisha Joy Samuel, wird die Serie verlassen. Achtung, es folgen Spoiler. Daisy wird sterben. In der entscheidenden Folge am 4. Januar 2024 geht es um häusliche Gewalt. Daisys Mutter Rose und ihre Schwester Gloria ertappen im Friseursalon einen Einbrecher. Er kann jedoch fliehen. Sie vermuten, dass es sich um den gewalttätigen Ehemann von Sally handelt. Die hatte kurz zuvor im Salon Schutz gesucht. Das PK21 ermittelt in der Sache. Im Showdown der Geschichte will Daisy eine Eskalation verhindern. Dabei wird sie lebensgefährlich verletzt und stirbt im Elbkrankenhaus. Das PK21 trauert. Der Tod von Daisy Petersen reißt eine große Lücke ins Team. Besonders Polizist Chris Freiberg leidet sehr unter dem Verlust seiner Kollegin. Er muss sich auf eine neue Dienstpartnerin einstellen, was ihm sehr schwer fällt. Sie ist die Nachfolgerin. Für Daisy kommt Isabel Novak. Sie wird von Lilly Holunder gespielt, die unter anderem aus der ARD-Soap Verbotene Liebe bekannt ist. Die Ehefrau des ehemaligen Fußballtorwarts René Adler steht bereits für Notruf Hafenkante vor der Kamera. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die neue Polizistin ins Team einfügen wird.